Hallöchen, mein Name ist Ivan 83 und heute sprechen wir über Woodwarf bzw. Castle Woodwarf 2. Das ist eine Mischung aus Strategiespiel und Tower Defense und das ist aktuell auf Steam erhältlich für 5,65 € bzw. aktuell sogar 15% Rabatt, weil Steam Sale. Woo! Worum geht es in dem Spiel? In dem Spiel spielen wir einen Stamm von Zwergen und wir müssen Städte verteidigen. Dafür reisen wir über das ganze Land und müssen halt immer uns schauen, wie wir unsere Economy aufbauen und wie wir letztendlich dann gegen die Horden von anstürmenden Gegnern die Festung verteidigen können. Ziel ist es, dass keiner der Gegner durchkommt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich Tower Defense artig genannt habe und wir haben halt ein Economy-System, das über die normale Goldgeneration hinausgeht. Soll heißen, wir müssen unsere Leute irgendwie durchfüttern. So, und das können wir auf verschiedene Arten und Weisen tun. Wir können A, Fischer bereitstellen, das heißt, wir belegen einige unserer Bevölkerungsplätze, um dadurch Fisch zu fangen. Wir brauchen Träger, um Beeren zu sammeln, beziehungsweise Gemüse, reifes Gemüse zu ernten und zur Basis zu bringen. Und wir brauchen Holzfäller, um praktisch Holzscheite verschiedenster Art zu sammeln, beziehungsweise zu schlagen, die dann von den Trägern eingesammelt werden. Die können wir verkaufen für Gold. Von dem Gold können wir uns dann natürlich auch wieder mehr Economy-lastige Zwerge kaufen oder wir können hergehen und unsere Armee verstärken, die unter dem Tunnel darauf wartet, dass die Horden des Bösen angreifen. Dabei ist es wichtig, wir haben immer einen kleinen Drachen am Start, der da es ist tatsächlich sinnvoll, hin und wieder auch mal ein bisschen Gold rein zu investieren. Nicht zu guter Letzt, weil er, wenn er vollkommen ausgewachsen ist, auch gut Damage macht mit seinen Kampfgraden. Von daher ist es eine ziemlich nice Geschichte. Gut, es gibt noch außerhalb der eigentlichen Karten, der eigentlichen Settings-Level, wie auch immer, gibt es zwei Upgrade-Trees. Es gibt einmal die Gem-Upgrades und es gibt einmal die Star-Upgrades. Für jedes abgeschlossene Level bekommt man bis zu 3 Sterne, je nachdem, wie man sie geschlagen hat. Und für jeden besiegten Gegner gibt es jeweils einen Gem. Von den Gems kann man sich zum Beispiel Consumables kaufen, wie zum Beispiel Bomben, dass der Screen eingefroren wird, Zusatzgold am Anfang und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, wie man das, wie man an die Sache herangehen kann. Ich habe dieses Spiel ohne dass ich ein Consumable dabei hatte. Beziehungsweise ich glaube am Anfang hat man gezwungen, eine Bombe zu kaufen, aber so what, ne? Was war das? 20 Gems oder so. Genau. Viel wichtiger sind diese Star-Upgrades, die geben permanent ein höheres Bevölkerungscap. Tankigere Einheiten, die schneller schießen, Upgrades mit dem Drachen, dass der schneller am Start ist, dass man eine Balliste irgendwie aufstellt, kann man dann halt auch zwischendurch nochmal reinfeuern und so weiter und so fort. Also von daher, diese Sterne-Upgrades sind tatsächlich wichtiger als die Gem-Upgrades, meiner Meinung nach. Was ich schön gemacht finde, ist, wir haben natürlich wieder so eine Art RTS-Strategie dahinter, wir haben einmal Tanks, wir haben Ranged Units und wir haben Mages plus den Drachen letztendlich, von dem können wir leider nur einen haben und wie gesagt, der Drachen wird nicht sterben. Gut, und man muss halt sich überlegen, was kommt jetzt so in dieser Wave auf uns zu, muss ich vielleicht mehr darauf gehen, dass ich sehr viele Mini-Units-Spammer und die dann praktisch den Schaden tanken lasse, damit meine Ranged Units entsprechend ihren Damage geben können. Oder sage ich einfach, okay, ich gehe jetzt volles Risiko und hoffe einfach darauf, dass meine kompletten Mage- und Ranged-Units, die Gegner vernichten, überhaupt dann die Units erreichen. Ja. Da sind halt verschiedene Ansätze, die man hier wählen kann. Also alles in allem hat es mir aber durchaus Spaß gemacht. Für 5 Euro ist vielleicht ein bisschen teuer. Also dafür, dass ich halt unter einer Stunde letztendlich durch war. Aber ich würde sagen, es hat einen hohen Widerspruch. Das heißt, jede Stadt gibt es in 3 Kampagnen und in jeweils einen Herausforderungsmodus. Wenn ich jetzt den ganzen Kram halt mit 4 multipliziere letztendlich, weil es ja 4 Modi letztendlich dann sind, dann kommen wir auch schon auf unsere 5 Stunden, dann sind wir auch wieder fertig. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch, ne? Links ist wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder am Start oder einem der nächsten Streams. Ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Hau rein. Steel and courage. Steel and courage. Steel and courage. Steel and courage.
steel and kind. Steel and courage. Massey.